Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport Inspirieren Nummer 272 und da treffen wir ein ganz besonderes Duell. Niedersachsen trifft auf den Badischen Handballverband, Uelzen trifft hier auf den TV Ispringen. Und damit beginnt das Spiel des TV Ispringen gegen Uelzen. Der Ball ist weg. Chance für Uelzen, den ersten Punkt zu holen. Schön durchgesetzt durch die Nummer 23 von Uelzen. Und damit steht es jetzt 0:1. Der Ball von der Nummer 14 geht an die Latte. Es bleibt beim 0:1 für Uelzen. Und das Tor durch die Nummer 20 zum 0:2. Tor durch die Nummer 9 verkürzt auf 1:2 aus Sicht des TV Ispringen. Tor durch die Nummer 15 erhöht damit für Uelzen auf 1:3. Der Ball durch die Nummer 5 geht am Tor vorbei. Es bleibt beim 1:3. So, und unser Kai hat jetzt auch die Spielerliste und damit gebe ich das Mikro ab an Kai. Ja, und dann geselle ich mich auch zu diesem interessanten Spiel. Gab ein klein wenig Konfusion.
bei der Tourordnung, da ist eine Spielerin, Spieler, die mit zwei unterschiedlichen Trikotsätzen angereist sind und jetzt mit dem Trikotsatz spielen, der eben nicht namentlich zugeordnet ist. Jetzt ist das aber geklärt, dann wollen wir das kurz aufarbeiten. 3:1 steht hier für die Vertretung aus Niedersachsen. Hannesa habe recht mit dem Treffer. Das wird. Und jetzt sehen wir Jan Strelau mit dem Treffer für Isbrengen zum 2:3. Und Skafalli mit den Treffern für Özin, um das zusammenzufassen. Der ersten Treffer Robin Mandek für Isbrengen. Und damit sind wir auf aktuellem Stand. 5 Minuten sind gespielt in der ersten Halbzeit. Und das Spiel ist nicht ganz so schnell wie das Spiel, was wir zuvor gesehen haben. Und zwischen den Vertretungen aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ja! Und ein klasse Treffer von Jannes Haberecht zum 4:2 für Uelzen. Ja, der Staffelsieger in der Landesliga Niedersachsen. Der TV Isbrengen aus Baden angereist. Etwas mehr als 8 Kilometer Anreise. Gestrigen Tag. Die Mannschaft hat einen ganzen Großfamilienausflug gemacht mit Eltern und Familie und genießen die Sonne in der schönen Landeshauptstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und erneut das Tor für Özin. Durch Hendrik Düver. 5:2. Ja, das wirkt etwas aktiver, etwas aggressiver, was Özin spielt. Momentan. Den Ball aber schön geholt. Und der Treffer. Durch Tom Schögel zum 5:3. War gut gedacht, das Kreisanspiel auch gut gelaufen vom Kreis. Der Pass war dann nicht mehr so gut und das Tor von Isbrengen durch Julian Rost. 4:5. Wieder schön den Ball geholt und der Konter von Isbrengen durch die Beine von Florian Rost. Sein erster Treffer und damit 5:5 und es gibt 5 verschiedene Torschützen bei Isbrengen. Da sage nochmal einer, die Mannschaft wäre nicht ausgeglichen. Klasse Dart vom Isbrenger Torwart. Tor. Wir sprengen die Führung zum 6:5.
Und schon durchgesetzt und das Tor durch Jorma Kramer. 6:6. Schönes Kreisanspiel und der Treffer für Ispring. Jan Strelau. Schön freigespielt. Chris Pfeiffer mit dem 7. Treffer für seine Mannschaft, 7:7. Und noch bei Uelzen bei 7 Treffern 6 Torschützen. Marvin Hertha mit dem Sprungwurf übers Tor. Und der Ball wieder sehr gut entschärft. Von Beetz. Der Versuch über außen von Julian Ross, nicht erfolgreich, es bleibt beim 7:7. Oh, welch eine Lücke. Und dann hat Chris Pfeiffer Glück, da gibt es noch die gelbe Karte. Gegen Julian Rost. Oh, leichter Ballverlust. Marvin Hertha holt sich den Ball. Und damit jetzt die Chance für Ispringen erneut in Führung zu gehen. Und auch da hört man die mitgereisten Eltern lautstark. Und der Treffer von Florian Ross, sein zweiter. 8:7. Sehr gut aufgepasst am Kreis. Und der Tempo-Gegenstoß und das Tor von Jan Strelau. Ganz starke Aktion. Den Ball am Kreis geholt, selber losgelaufen und erfolgreich abgeschlossen zur 2-Tore-Führung für den TV Ispringen. 9:7.
schön. Den Weg über außen gesucht. Und das Tor von Henrik Döwe. Döwe zum Anschlusstreffer. 8:9. Aus der Sicht von Uelzen. Gibt es gelbe Karte gegen Tom Schögel. Ja, passives Spiel angezeigt und da haben sie die Lücke gefunden am Kreis. Und Henrik Döwe erneut mit dem Treffer. 9:9. Und sehr interessantes Duell zwischen Kai Kramer und dem Torschützen Jan Strelau im zweiten Versuch. 10:9 für Isbring. Leichter Ballverlust für Özeln. Chris Pfeiffer kann den Ball nicht fangen. Und diese Fehler sollten sich klein halten auf Uelzener Seite, sondern sonst könnte ihnen das Spiel kosten hier. Über außen. Und über Halbposition haben sie Glück, bekommen sie noch den Freiwurf. Und, oh, das war Pech. Lionel Machiwe. Trifft er erst den Torwart, dann das Gestänge und dann fällt der Ball wieder raus. Und schön gespielt und das Tor. Und Trafalli. Zehn zu zehn. Das Kreisanspiel gut geahnt und der Konter. Uelzen. Und ärgern sie sich über die eigenen technischen Unzulänglichkeiten. Es bleibt beim 10:10 und wir gehen in die letzte Minute der ersten Hälfte. Schönes Kreisanspiel, wo der Trainer vorher noch gewarnt hatte, dass es eben zwei Kreis sind. Brian Malok mit dem 11:10 für Isbring.
und hört jetzt mit der Möglichkeit, kurz vor der Pause noch den Ausgleich zu erzielen. Und der Ballverlust und der Tempo-Gegenstoß von Isbringen. Und 10 Sekunden vor Ende der ersten Hälfte, 2-Tore-Führung, Brian Malok mit seinem zweiten Treffer. Und an das Tor, noch von Hannes Haberecht, sein drittes zum 12-11 Halbzeitstand. Weiter geht's, zweite Hälfte zwischen Uelzen und Isbringen. Spielstand 12-11 für die Vertretung aus Baden-Baden. Fußentscheidung, da waren sie gut dazwischen, Marvin Hertha. Halber Außen gespielt, aber es ist noch recht wenig Bewegung im Spiel, wenn man das vergleicht mit dem Spiel davor zwischen Boschwerin und Westerhöhenfeld. Aber das Tor für Isbingen durch Jens Müller. 13-11. Ballbesitz sofort wird zunichte gemacht. Sich schön durchgesetzt, dann das Fehlabspiel und dann ebenfalls das Fehlabspiel auf Isbinger Seite und jetzt die Chance für Uelzen. Endet in einem 7 Meter. Und der Ball am Tor vorbei. Es bleibt also beim 13-11. Und das Tor, da ist er letztendlich dann doch drin. Robin Mandik mit dem 14-11. Und langsam an der Mähle scheint sich Isbringen hier absetzen zu können. Und der Treffer führt ihn jetzt durch Hendrik Düwer, verkürzt auf 14-12.
Klasse gehalten. Wollten sie einen Stürmerfaul haben. Und das Tor von Strafvalli zum Anschluss 14:13. Und das war etwas Schönes, was wir unbedingt in unsere Zitatsammlung mit aufnehmen sollten. Der Trainer von Esbring, der da sagt, er, und damit ist der Schiedsrichter gemeint, pfeift und nicht du, der Spieler. Und das hätte man nicht viel treffender ausdrücken können. Und genau, dieser Schiedsrichter hat jetzt gepfiffen, und zwar 7 Meter für Esbring. Und er wird genutzt von Robin Mandek. Sein erster 7-Meter-Treffer, 15:13. Erneuter Ballgewinn für Esbring. Und damit jetzt die Chance auf 3 Tore hier wegzuziehen. Und Uelzen etwas den Zahn zu ziehen. Und das merken auch die Eltern und es wird Lautstärke hier in der Halle. Aber erstmal der Treffer durch Jens Müller. Zum 13:18. Und was für ein Treffer nach dem Sprungwurf durch Hendrik Düber. Und 7 Meter Entscheidung für Esbring. Und 7 Meter verwandelt durch Jan Strelau, sein 5. Treffer in diesem Spiel, 17:14. Und schön über Außen gespielt. Alex Trupp mit seinem ersten Treffer in diesem Spiel. 17:15. Zwei Minuten in der Entscheidung jetzt. Gegen Jannis Habrecht. Und der Treffer von Marvin Dehm
So, 3-Tore-Führung, 18-15 für Isbring. Da wird Özen dran zu knabbern haben. In den letzten 10,5 Minuten. Und der Treffer für Özen. Achtzehn zu 16. Und in den Kreis getreten. Nacharbeiten, also unsauber. Es bleibt beim 18 zu 16. Wir sind jetzt mit der Chance zum Anschlusstreffer. Und das Tor. Alex Trupp mit dem Anschlussreffer. Xvapali zu Boden gegangen. Da scheinbar was auf die Nase bekommen. Spiel geht weiter. Isbring mit 2 Kreis. Scheitert am Block. Holen sich den Ball aber wieder und sind da nicht geordnet. Die Özner. Freiwurf für Isbring. Özen mit dem Ball gewinnen und damit jetzt die Chance zum Ausgleich. Danach sah es lange Zeit nicht aus in der zweiten Hälfte. Jetzt hat er sich aber schön durchgesetzt. Und da ist der Özener Trainer voll dabei. Jorma Kramer mit dem Ausgleich 18 zu 18. Die Eltern machen sich jetzt auch wieder lautstark bemerkbar. Aus ist bringen. Letzte Mal hat es ihm geholfen. Diesmal trifft er nur den Pfosten Marvin Hertha. Schöner Block, es gibt Einwurf von der Ecke. Und da muss man jetzt noch aufpassen, diese Fangfehler dürfen nicht passieren. Sonst ist der auf die Aufholjagd umsonst gewesen und der Ballverlust. Und wir bringen jetzt wieder die Chance, in Führung zu gehen.
gibt Freiwurf für Ispring. Über außen, das haben sie klasse gespielt und das schöne Tor von Robin Mandek. Sein viertes in diesem Spiel, 19-18. Und der Treffer für Uelzen ebenfalls über die Außenposition von Joma Kramer, 19-19. Also wenn die Aufforderung des Trainers von Isbering spielt, war es, also er wünscht sich eine Auslösehandlung, jetzt spielen sie wieder mit einem zweiten Kreis. Und da ist die Lücke für Marvin Hertha und er macht den Treffer. Ja, ist ein bisschen was passiert, die Lücke gerissen. Und so macht man das Tor, 2019. Und Uelzen scheitert von außen. Kramer war das. Und wir bringen jetzt mit der Chance hier. 4,5 Minuten vor Ende durch Strelau mit 2 Toren in Führung zu gehen. Stattdessen der Tempo-Gegenstoß von Uelzen. Tempo ist raus. Aber die Chance ist noch da. Und Kramer. Nein, das war nicht Kramer. Das war Düver mit seinem nächsten Treffer. Es ist bereits der 6. 20-20. Strelau. Nein, Hertha scheitert da. Erneut im Sprungwurf. Ein schönes Kreishandspiel auf Brian Marlock. 21-20 fürs Bringen. Und da ist die Lücke und der Treffer durch die Nummer 23 aus Uelzen, Hannes Habrecht. 21-21. Das Kreisanspiel. Die Schiede haben sie Glück, dass sie überhaupt den Freiwurf noch bekommen. Wieder Variante mit zweiten Kreis. Kein Fuß. An den Kreis gespielt. Ballen Schärf, Schrillauf. Kriegt ihn wieder und der Treffer. Durch Brian Marlock. 4-4. Sein vierter Treffer. 21-22 aus der Sicht von Uelzen. Und sie scheitern im Sprungwurf. Und es gibt Abwurf für Isbring. 2 Minuten vor dem Ende. Und Marvin Hertha mit Gewalt und dem Sprungwurf und der 2-Tore-Führung für Isbring. 23-21, 1,5 Minuten vor dem Ende. Ein sehr wichtiges Tor. Und schön über außen
durchgesetzt von Hürtens 23. Jannis habe recht. 23, 22. Es bleibt spannend. Aber ein Tor könnte Isbringen schon reichen für den Sieg. Es sind noch knapp 50 Sekunden zu spielen. Hürtens jetzt mit sehr offensiver Deckung. Das müsste man schneller ausspielen. Marvin Hertha, passives Spiel angezeigt. Strelau. Passives Spiel abgepfiffen. 20 Sekunden sind es noch. Der schnelle Ball nach vorne abgefangen. Von Strelau. 10 Sekunden sind es noch. Einwurf haben wir wohl noch. Der Ball ist vorbei. Und das ist die Entscheidung. Der TV Isbringen schlägt Uelzen mit 23 zu 22.